Freiwillige vor den Vorhang im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011. Unsere Aktion heißt Vor den Vorhang. Sie sehen es, wir haben hier einen fiktiven, besser gesagt eigentlich einen effektiven Vorhang, um Freiwillige zu präsentieren, deren Organisationen, deren Engagement und deren Tätigkeit und vielleicht sogar die ein oder anderen Beweggründe. Warum tut man das? Warum tut man sich das alles an? Und warum macht es einem auch einen großen Spaß dabei? Der Seniorenrat. Wie kann man das verstehen? Was ist das? Ja, der Seniorenrat ist einerseits der fünfte Sozialpartner in Österreich. Wir sind die gesetzlich anerkannte Interessenvertretung von über 2 Millionen Senioren. Wir sind aber auch ein Dachverband, der Dachverband der großen Seniorenorganisationen. Wer gehört da so alle dazu? Wie viele Organisationen gibt es da, dass man eine Vorstellung hat? Also wir haben 4 Mitglieder. Also wir sind ein Verein mit 4 Mitgliedern, das ist echt ganz angenehm. Und wir haben 3 weitere Organisationen, die in den Seniorenrat eingebunden sind. Die 4 Mitglieder sind der Pensionistenverband Österreichs, der Österreichische Seniorenbund, der Österreichische Seniorenring und die ÖGB-Pensionisten. Und die 3 eingebundenen Organisationen sind der Zentralverband der Pensionisten Österreichs, die Grünen Senioren, Seniorinnen Österreichs und die Unabhängige Seniorenplattform. Wenn man die ganzen Plattformen anschaut, Sie werden wahrscheinlich einen Überblick haben, was machen die denn alles? Was unternehmen die oder was bieten die auch an und wie engagieren sich da hier die Senioren? Die Seniorenorganisationen sind in allen Bereichen tätig, die ältere Menschen beschäftigt. Insbesondere unterstützt wird Beratung, Information und Betreuung, also Beratung einerseits im Pensionsrecht, aber auch Lebensberatung. Betreuung sind zum Beispiel Ausflüge, aber auch Kegeln und verschiedene gesellschaftliche auch Schnapsen oder einfach nur gemütlich beisammensitzen. Und Information ist die Herausgabe von Zeitschriften oder einfach Informationsbroschüren zu verschiedenen seniorenrelevanten Themen. Gibt es da auch eigentlich sehr viel Jüngere, die sich in den Senioren Verbünden jetzt engagieren und mithelfen? Ja, Senioren sind junge Europäer, wie es diese Definition gibt. Es ist oft so, dass die jüngeren Senioren, die älteren Senioren in diesen Clubs oder in den verschiedenen Vereinen betreuen, aber auch Höheraltrige, soweit es die Gesundheit zulässt, sind sehr aktiv noch. Wunderbar, da schauen wir euch hinein. Dankeschön, Herr Magister Braumandl. Volunteer. Make a difference. Freiwillig. Etwas bewegen. Mehr auf freiwilligenweb.at.